1993 kam die Idee auf, dass man Wind nutzen kann, umweltfreundlich Strom zu erzeugen. Keiner hat an uns geglaubt, wir haben es trotzdem weiterverfolgt. 1995 haben wir die erste Windkraftanlage hier im Hunsrück aufgestellt. Das ist die Chance für den ländlichen Raum. Wir haben die Flächen, wir haben den Platz, wir haben die Energie. Mit den erneuerbaren Energien ist wirklich hier sehr viel an Möglichkeiten geschaffen worden. Arbeitsplätze, aber eben auch Einkommen, was den Bürgern und Bürgerinnen zugutekommt. Wenn ich da selber investieren kann, da mitmachen kann, ist es ein anderes Gefühl, als wenn Investoren von außen herankommen, zu denen ich keine Verbindung habe. Es ist eigentlich wirklich den Leuten hier vor Ort und dem Vertrauen zu verdanken, dass überhaupt die erste Anlage damals entstehen konnte.